Servus Freunde und herzlich willkommen zu Battlefield 1 hier in der frühen Version auf der wundervollen Festung von Far, nennt sich die Map. Max ist natürlich mit Schlüssel. FAW, Heidi hier, ho. Wir wissen nicht ganz, ob sie Englisch ist oder keine Ahnung. Spielmodus, wie die Kenner unter euch schon gemerkt haben werden, ist Conquest. Sie sieht schön aus, die Map. Schau dich mal nach links um. Werf doch mal einen Blick. Ist das nicht romantisch? Komm mal rüber, Mensch. Hast du ein paar Teekerzen dabei? Na, nicht ganz, nicht ganz. Dacht aber ich mir schon. Ich hab da was in meiner Hosentasche für dich. Das ist jetzt komisch. Ja, jetzt ist es so. Du meinst eine Packung Kaugummis. Ja, Kaugummis und Panzerschokolade ist immer ganz wichtig. Panzerschokolade ist ganz witzig. So, wir ich könnte sogar mal ein Pünktle markieren eigentlich. Guck mal, wir können da auch aufs Wasser rauf, ne? Lass uns zu E schwimmen. Schwimmen wir eine Runde! Nee, du bist ja wieder hier, komm dann. Okay, lass mal Befehl an. Ist gut so, ist gut so. Wir spielen beide wieder als Medic. Man kann auch wieder tauchen. Ich werde die Klasse auch erstmal beibehalten. Kann ich einfach schön supporten. Insofern kannst du dich, wenn du noch Bock hast, ein bisschen austoben. Ich bleib erstmal Medic. Ich schaue mir erstmal die Map und so an. Je nachdem, was man da so bräuchte. Ich werde mir die Runde noch eine neue Medic-Waffe kaufen. Ich habe jetzt genug Kohlen zusammen. Die Map sieht super schön aus. Ist dir das mal aufgegangen? Ja. Bisher gefällt sie mir auch. Du musst doch in so einer schnelllebigen Welt, in der wir... Wow, fährt hier! Scheiße, der darf mich nicht mit dem Säbel kriegen. Ich glaube, der ist down. Oder abgestiegen. Ich habe voll drauf geschossen, ich habe aber keinen, nicht irgendwie noch Pünktchen gekriegt oder sowas. Guck mal, ich verstecke mich hier in den Stein. Ice cold. Du kannst ja auch ein bisschen auf die Mauern, aber kriegst du keinen Punkt. Ich höre doch schon wieder sowas. Ja, das ist meine Nate. Ich dachte, da unten könnte ich die gut hinschmeißen. Geht nicht. Na, wir nehmen es ein. Guck mal, dann können wir gleich hier rüber zum Innenhof danach. Zum Fritz weiter. Ich guck hier mal oben von der... Was höre ich denn da? Was läuft denn hier für ein Sound? Ich hör's auch. Einen habe ich, da sind noch welche, pass auf. Ich guck mich mal um. Richtung Fritz, direkt hier rüber. Einen habe ich erschossen. Bei der Flagge war der so ziemlich cool, der ist immer noch bei der Flagge. Ich hab noch markiert. Ich hab einmal getroffen, zweimal getroffen. Da ist noch einer. Hier gibt's erstmal eine Granate. Ich versuch ein bisschen näher ranzukommen. Einen hab ich. Der kommt hoch, Flammenwerfer, renn weg. Oder versteck dich. Spring! Nee, ich will hier oben bleiben. Aber, ja. Wo ist denn der Sack? Ich weiß nicht, irgendwo jetzt den müssen wir irgendwie von hinten countern. Ich bin runtergehopst. Ich geh wieder die Mauer rauf. Oh Gott, da sind da drüben zu viele. Die schießen mich ja hart. Ich brauch dringend Leben. Hast du es überlebt? Nee. Ich lebe nicht mehr. Nee, gerade hat mich gerade erwischt, verdammt. Wenn ich richtig spekuliere, müsste auf der Map irgendwann noch ein Schlachtschiff kommen. Was Schlachtschiff. Okay, dafür könnte ich dann auch die Torpedos gut gebrauchen. Wahrscheinlich schon. Ja, lass uns trotzdem mal hier an Land gehen. Weil ich glaube, das ist voll das geile Boot. Na gut, dann hole ich den Punkt erstmal alleine. Obwohl, da hinten kommt ein, jetzt werde ich beschossen, feindliches Boot. Hab einen gekillt. Dann kümmern wir uns, guck mal, geradezu so auf 13, 14 Uhr, da habe ich so ein Symbol wie ein Boot gesehen. Ich fahr jetzt hier mal rum, stell dich nur schon mal drauf ein. Boah, das fährt sich ein bisschen schwerfällig. Wow. Okay. Wow, ich bin gleich tot, noch 15 Leben. Da hat uns irgendwas hart getroffen, ich kann dir nicht sagen, was. Ich sehe kaum, welche ich auf dich schießen könnte. Ah, die sind auch eher bei Emil und Fritz. Mann, der Panzer! Der Panzer, der hat uns aufs Land gedrängt, aber wir konnten noch mal weiter. Hier ist auch kein Schiff. Drehen wir mal ab. Ja, vielleicht hat es der Tank erledigt. Aber irgendwas schießt auf uns. Ich habe zumindest wieder Torpedos. Es dauert nur recht lange, bis die respawnen. Schießen wir müssen doch weiter. Schweine, die schießen zurück. Das gibt's doch nicht. Okay, ich bin down. Ja? Mich. Und ich auch. Und Snipper. Trotzdem schick, komm, wir könnten zu B und dann kommen wir, dann stürmen wir mal hier die Feste. Das ist nicht ganz meine Entfernung. Nee. Also meine auch nicht wirklich, weil ich eher auf die Nähe kämpfe mit der Snipper. Bisschen vorwärts gehen. Wollen wir nicht zu. Guck mal hin, gibt's da noch Dora hinter uns? Dora, alles klar. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Hast du ein bisschen Leben? Da bin ich ganz dein Mann. Sauber. Jo. Geh auch mal vor, damit du zuerst stirbst und ich dich wiederbeleben kann im Zweifelsfall. Mache wie. Da oben scheint es auch irgendwie abzugehen. Da höre ich doch schon dick was abgehen. Oh. Gibt's erstmal eine Nate? Da wird mal wieder besnippt. Die Nate hat nicht so getroffen. Du hast direkt 30 in mir eingeschlagen. Pass mal auf, da ist ein Panzer. Nee, ein Pferd, guck mal.
Der Reiter ist, glaube ich, abgestiegen. Der muss ja noch irgendwie in der Nähe sein. Vielleicht wurde er runtergeschossen. Das kann natürlich auch sein. Ich habe hier den Berg an Kartuschen rumliegt. Crazy. Wir holen uns den aber ganz gut. Hier ist ein Flieger. Was schießt denn hier noch? Was reitet hier? Ein Typ, oder? Ich weiß es auch nicht. Die können natürlich noch in der Feste jetzt sitzen. Da oben ist er direkt vor uns. Ullala, das war uns hart als auch. Okay. Ich muss eigentlich meine Hauptwaffe down durchladen. Wo denn? Der liegt in den Bergen. Pass auf, bis wir da. Jetzt bin ich down. Er liegt immer noch in den Bergen. Das sind mittlerweile zwei, die dort liegen. Ich hab ihn getroffen. Nicht gekillt. Einer ist gefallen durch unseren Panzer da. Ich habe auch einen, glaube ich, mit erwischt. Oder zumindest irgendeine Meldung dahingehend gekriegt. Aber das müssen zwei sein. Sind die beide schon down? Könnte sein, dass die beide down sind. Dann haben wir das Pünktle, ne? Ja. Okay, hier dann ein Pferd oder hier mit dem Fahrzeug? Da gibt es ein Fahrzeug. Ja, dann komm mal rein. Okay, bin da. Ich bin auf dem Beifahrersitz, ne? Ja, wahrscheinlich zur Feste, ne? Auf zur Feste, fahr! Da gibt es sogar Befehle raus, sehr schön. Klar! Klappt für die zweite Runde Battlefield seit dem Release schon eigentlich ganz gut. Komm ich hier durch? Ja. Oh, wir werden schon anvisiert. Geradezu. Hier fliegt irgendwer lang. Beschossen. Hier kommen wir nicht lang. Alter, nicht stehen bleiben. Hier sind so viele Snipper. Ich versuche ihn hier lang zu fahren, es wird zu tief. Ich bin draußen. Der geht uns hops. Ich hab ihn aber noch gerettet. Ich bin drüben auf der anderen Seite. Renn mal lieber weiter. Strednaught ist da und es ist feindlich. Wir müssen da hin. Ja, ich fahr mal hin. Ich fahr sogar mal rum. Pass auf, du wirst da noch, glaube ich, von irgendwas beschossen. Ich weiß nicht, ob das ein Panzer ist. Ich fahr mal drumherum. Ja, ich hab mein Boot vielleicht abgestrandet. Oh, jetzt werde ich abgezogen. Das ist eine Flak oder sowas. Ja. Es kommt von Land aus, von Gustav aus. Aber ich bin rumgefahren. So, jetzt auf das große Boot zu. Mal gucken, was das so kann. Die Torpedos müssten in die Richtung eigentlich treffen. Ich feuer mal einen ab zur Sicherheit, dass auf jeden Fall einer ankommt und dann gehe ich noch näher ran. Wir haben das Einsatzziel. Okay. Gucken, was die für eine Range haben, das weiß ich auch noch nicht. Kann das Boot auch nicht mehr ins Wasser zurückschieben? So wie man es auch bei Battlefield 4 konnte, weißt du, mit Nahgriff. Das ist schade. Ich bin jetzt gleich, ja, der Torpedo hat getroffen. Okay, geil. Ich habe einen Teil beschädigt, das Boot brennt hier. Jetzt gibt's den nächsten. Nee, jetzt haben sie mich. Sieht das Boot denn fett aus? Ja, es sieht schon ganz geil aus, ein richtiges Schlachtschiff. Also ich bin jetzt kein Marine-Experte, aber es ist ein großes Boot für die Kriegsführung wahrscheinlich vornehmlich geeignet. Aber ich glaube, wir werden rechts umlaufen, oder? Da guckt einer so ein bisschen zweifelnd in die Richtung. Na, ich folge dir erstmal. Ah, da bräuchte ich echt ein anderes Visier. Da kann ich nicht viel sehen. Ja, ist ja egal. Hauptsache, ich mach's doch. Dann lass dich wenigstens auch mal abknallen. Dann kann ich noch ein paar Punkte als Medic sammeln. Okay, okay. Aber da mach ich mir bitte auch keine Sorge. Da mach ich mir bitte keine Sorgen. Das wird passieren. Ja, siehst du, da kann man auch ein bisschen was wegleatschen. Nee, ich hab nicht einmal getroffen. Achso. Hier hast du den nicht geleatscht. Ich hab nur zwei Schuss gebraucht. Also, ich glaube, da ein bisschen was werde ich geleatscht haben. Guck mal, da liegt noch einer. Ja, sehr schön. Rechts ist auch noch einer. Und noch einer. Ach, das ist echt... Ja. Muss erstmal reinkommen, bis sie den schießen. Ja, ich setze auch eine neue Waffe nochmal wieder, aber ich muss sagen, bis jetzt auf jeden Fall besser als die Standard-Medic-Waffe. Ja, gut, welche ausradiert. Ja. Ja, den habe ich auch super schlecht geschossen. Also war genau richtig, dass du dir genau den geholt hast, ich werde abgeschossen. Ja, von der Seite sind die. Ich sehe sie leider nicht richtig. Ich beschieße ihn einfach mal wild und mache ihn auch nicht genug Angst. Leben! Komm mal zu mir, ich kann gerade nicht zu dir. Ich kann ja nicht wissen, wie stimmt. Ich bin auch halt wahrscheinlich. Ich heile mich gerade schon von selber wieder hoch. Hier noch irgendwelche? Ja, doch, hier sind noch welche rum, glaube ich. Hier kommt einer leicht den Abhang runter Richtung Südwesten. Habe ich zumindest gerade gesehen. Oh, den kann ich messern. Hier lag einer im Gebüsch. Und dafür wurde ich abgeschossen. Das wäre es trotzdem wert. Ja, ich hab noch einen gemessert. Ja, ich auch gerade. Der lag einfach im Gebüsch ein bisschen rum. Ich glaube, der hat selber noch auf den Kollegen gewartet. Komm, lass mich weiter. Down. Nee, du bist down. Scheiße. Ich will, ach, das
läuft eigentlich alles schon ganz schlecht. Könnte jeder uns gerade ein Pferd krallen. Lass mal zur B umschwenken. Das ist einfach näher. Aber das ist deutlich offener. Ja, aber wir haben ja Säbel und sind Reiter, also. Genau das unser Ding. Mein Pferd geht nicht durchs Wasser. Also nicht so, dass es schwimmt. Nee, meins will auch nicht. Aber hier kommt man so tief rein. Schon. Doch, es geht ganz langsam. Ganz langsam. Einen habe ich schon gesäbelt. Einen habe ich schon gesäbelt. Komm, da kriege ich doch noch einen. Was ist das denn? Man ist einfach zwischendurch abgestiegen. Jetzt läuft es einfach weiter. Komisch. Nicht gut direkt. Gas. Ist leicht über dich. Haben wir. Sehr schön. Jetzt holen wir uns A. Kommen wir hier durch? Kann der irgendwie jumpen? Ja, kann er. Ach, den wollte ich mir messern. Oder säbeln. Wurde runtergeschossen. Da sind mindestens noch zwei weitere. Ja, ich reite hier ein bisschen durch. Oh, das geht ab. Ich will da noch zu dir. Komm, komm, komm. Das wirst du nicht mehr schaffen. Dann jage ich nochmal ein bisschen das Boot. Komm, 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 krieg ich noch. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich schon 6 gesäbelt, mein Lieber. 6 gesäbelt. Hey. Halleluja. Noch weiter so. Nee, ich hänge auf dem Pferd an der Palme fest. Einen habe ich noch. Jetzt haben sie mich. Es müssten 7 gewesen sein, wenn ich mich da nicht verzählt habe. Ich kann aber nicht wirklich zu euch. Ich kriege nur eine Scheißposition. Ich gehe also mal zu A. Okay. Das große Schiff steht sogar irgendwie noch, auch wenn es schon halb am Absaufen ist. Es brennt schon sehr stark. Ich schätze mal so 1-2 Trefferchen noch mit Torpedo und müsste es weg sein. Ich glaube, das ist jetzt ganz weg. Ja, das geht gerade finalmente unter. Fett. Irgendwas beschießt uns allerdings hier noch. Die hat so viele Richtungen geschossen. Kann ich schon gar nicht mehr richtig einschätzen. Okay, die AL-FAW-Batterie. Alpha wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich doch nicht arabische Namen. Wenn schon Al davor steht. Auf jeden Fall Dora. Dora meinst du? Okay, jetzt weiß ich, wovon du redest. Ja, Alpha-Batterie. Okay, ich gehe jetzt mal auch aus dem Bötler raus. Ich bin noch 42 Meter entfernt. Ich sehe dich schon vor mir. Du könntest einen Tick zurückfallen. Dann bleib ich hier. Beisammen. Ich hab eigentlich Wie wärst du mit Caesar? Sie nehmen gerade Caesar. Kommst du da auch noch gut hin? Ja, Caesar komme ich auch sehr gut hin. Dann komm, lass uns mal Caesar machen. Ich höre hier sowas wie eine Endmucke, kann es sein? Mhm. Okay, dann. Ich sehe dir zu, er messert dich. Ah, ich wollte ihn messern. Ich habe ihn abgeknallt. Ich habe ihn immerhin abgeknallt dafür. Sehr schön. Du wurdest gerecht. Dein Tod war nicht vergebens. Wir haben auch noch Caesar, glaube ich, bekommen. Sieg! Sieg! Wir haben das Schlachtschiff besiegt. Und zwar 1577. Ja, ne? Ja. Kann sich sehen lassen. Gut weggeklatscht. So, mal gucken, wie wir hier platziert sind. Das wird nämlich, glaube ich, eher grottiger sein. Das will ich jetzt auch sehen. Ja, wir haben ja am Anfang viel rumgeguckt und haben uns Sachen angeguckt und sowas. Deswegen wir haben das schon ausreden vorbereitet, ja. Punktestand. Okay, wir sind schon mal nicht bei den Highlights, ne? Nee, wir sind Platz 15 und 21. Ist ja, naja. Haben halt viel Sightseeing gemacht, du hast es ja schon erwähnt. Ja, genau, alles klar. Dann vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Und dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut.